Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb. Ja, und heute ist es dann endlich soweit. Wir testen den Threadripper. Und zwar ist das der AMD, wobei ich lange Zeit überlegt habe, ob ich den überhaupt teste, weil Sie wissen vielleicht, wir haben mal einen Film gemacht über die kleinen Ryzen, die 3900X war das, was heißt klein, 12 Kerne. Ja, das lässt sich schon sehen. Aber wir haben jetzt der große Meister von AMD dabei geholt, weil wir dann doch, nachdem ich die Specs gelesen habe, einiges gesehen habe, was mich Hoffnung gemacht habe auf mehr. Und ja, deshalb wollen wir das natürlich mal anschauen. Ich habe hier wieder was vorbereitet. Als allererste natürlich die Systeminformationen. Da sehen wir das, was wir haben. Der Klausi hat eine Threadripper 3960X mit 24 Cores, Leute. Also es wird langsam angenehm in Deutschland. Ich habe ja gesagt, wenn ich 65 bin, will ich in Rente gehen und dann sollen die Rechner so schnell sein, dass ich nicht warten muss auf meinen Rechner. Also wenn es so weitergeht, habe ich noch Hoffnung, dass es passiert. Diese CPUs, also diese 24 echte Kerne, werden mit 3,8 GHz angesteuert, was schon phänomenal ist. 64 GB RAM haben wir drin. Allerdings ist das für jedes, wie ihr weißt, oder auch für andere Schnittsoftware wie Magic, wie Pinnacle, ja, ist das eigentlich zu viel das Gute. Aber wenn man so etwas wie DaVinci oder vor allem After Effects hat, kann man davon nicht genug haben. Da das hier ein doch schon, ich sag mal, ein Profimaschine ist, ist das auch nicht schlimm. Wir haben hier noch die 1909 drauf. Sie wissen ja, ich habe letztens die 2004 schon drauf gehabt. Das ist aber wirklich experimentell noch. Ich habe sie noch nicht freigegeben. Da muss man auch nicht der Erste unbedingt sein, der das mitmacht. Ansonsten haben wir ein Windows 10. Mehr ist hier nicht rauslesen. Was heißt nicht mehr? Es ist schon eine Menge. Holen wir unsere Temperaturmesser dabei und da haben wir erstmal so eine ganze lange Latte an CPU-Kerne, die wir hier natürlich dementsprechend ja, kontrollieren werden zwischendurch. Wie sieht es aus mit der Auslastung, wenn wir unsere Video-Demo-Material drauf loslassen? Aber als allererstes wollen wir dann doch mal sehen, warum diese CPU so ein perfekte Performance hier bringt. Und dafür starten wir mit der Cinebench 20. Das ist der Nachfolger von den 15er. Keine Panik, die werden wir auch gleich machen. Aber hier kann man sehr, sehr gut sehen, warum diese CPU hier wirklich Leistung bringt. Das sind wirklich 24 oder 48 Threads, die hier losgaloppieren. Das heißt, Sie hören jetzt auch hoffentlich die Lüfter nicht zu laut. Das ist hier eine Wasserkühlung drin und alles auf Feinste getrimmt. Der soll wirklich Tag und Nacht durchgehen und dementsprechend ist hier die Leistung wirklich optimiert für solche Sachen. Ja, und ihr merkt hier, dass mein Programmchen in den Hintergrund schon zuschlägt. Wir kommen auf 13.000, aber ihr seht, wir haben auch schon deutlich höhere Werte gesehen. Und ja, nur die Xeons, also das sind zwei Kernen mit 48 Threads, ist dann doch deutlich schneller noch, aber ich finde diese Werten schon genial. Würde die so 1:1 auf unsere Videoschnittsoftware umgesetzt werden, dann könnten wir uns wirklich freuen. Ist aber leider nicht der Fall, kann ich sofort sagen. Das wäre auch ein Weltwunder. Ja, wie sieht das Ganze aus mit der 15er, die wir bis jetzt immer gemacht haben? Irgendwann müssen wir umsteigen, Leute, deshalb nehmen wir auch mal die 20er dabei. So. Und hier sieht er, ja, das war früher eine langwierige Test über 2 Minuten. Das geht heute in Sekunden weg. Es ist wirklich nicht übertrieben. Das sind wirklich Sauwerten, die wir hier sehen. Normal haben wir hier so 5,8 in allgemein und im Moment haben wir 5,7 hier liegen. Von den Werten her 6000, ja, wenn Sie mal erinnern, dass wir mit den 6700 bei, ich glaube, 1200 lagen. Und ja, das sind dann doch schon gewaltige Unterschiede, die man dann auch in die Geschwindigkeit bemerken. Ja, du kannst alles überschreiben, da habe ich kein Problem mit. Den lassen wir hier mal stehen. Und ja, ich würde sagen, wir haben noch eine Hilfelein. Ja, ihr kennt das schon von mir. Die CPU werden in den Hintergrund auch nochmal kontrolliert durch die Task Manager. Die können Sie mit der Affengriff, Ctrl, Alt und Entferne einfach aufrufen. Gehen Sie in die Leistung und schalten Sie die CPU-Darstellung um hier in
logische Prozessoren, damit sie alle einzelnen auch kontrollieren können. Wir werden ab und zu mal reinschauen, wenn wir unsere Software starten. Und das tun wir jetzt. Wir wollen natürlich wissen, wie sehen unsere Testprogramme aus im Vergleich zu die anderen. Und mit die anderen meine ich die Intel 9900K, die AMD 3900X, ein 12-Kerne-Prozessor oder fairheitshalber natürlich auch mal von Intel die etwas bessere, die i9-9940X. Ja, und wir können jetzt auch vergleichen mit die 10900K, weil auch die ist jetzt verfügbar. Ja, dafür haben wir unsere üblichen Programme und wir haben ein neuer Test dabei. Das ist hauptsächlich für die Timeline gedacht und nur für die High-End-Profis. Da geht es um Rohmaterial. Das ist aber noch nicht allzu viel. Deshalb werden wir da auch nur uns hauptsächlich mal schauen, wie es in der Timeline aussieht. Fangen wir an mit dem meist gesehenen Test. So, ich habe jetzt mal das Binfenster mit B einfach mal weggemacht. Ja, Sie können also mit der B-Taste immer das Binfenster hervorheben oder eben verschwinden lassen. Da wir aber sehen wollen, was für eine Performance wir letztendlich haben, machen wir den erstmal weg und schauen einfach uns die Temperaturen und ja, was die Jungs so machen. Lassen wir erstmal so stehen und ja, fangen wir an direkt. Sie kennen das. Das sind unsere Testfilmchen, die ihr auch von uns bekommen könnt. Dann entweder ein Stick oder vorbeikommen. Dann könnt ihr mit einem Stick, wenn ihr die hat, wieder nach Hause gehen oder eben zuschicken lassen. Dann kostet das allerdings ein bisschen Geld, weil dann muss ich auch die Stick bezahlt haben, damit ihr das auch wirklich mal zu Hause testen könnt. Jetzt habe ich die HD-Werten eingestellt. Dann schalten wir mal um auf konstante Bitrate. Das ist das, was wir immer testen mit 50 MB. Hat also nichts mit Wirklichkeit zu tun, sondern das ist einfach die Einstellung, die wir nehmen. Das ist das Höchstmögliche bei HD, was sinnvoll ist. Und ja, lasse ihm mal die erste Test durchführen. Das heißt, hier haben wir sowieso keine Quicksync. Das heißt, diese AMD-CPU hat natürlich so etwas nicht. Und dementsprechend brauchen wir nur einen Test zu machen, und zwar die ohne Quicksync. Und ja, schauen wir mal, was rauskommt. Also er kriegt wirklich hier Material vor der Brust mit 50 Megabit, 422, 10 Bit, MXF. Ja, die CPUs laufen an, laufen so mit 4.2 durchschnittlich, sehen aber, dass die Auslastung nicht da ist. Das heißt, ja, die Arbeit wird gemacht, aber eine hundertprozentige Auslastung ist bei HD nicht mehr zu erwarten, wenn Sie 24 Kerne ja, losrasen lassen und oder 48 Threads, wie Sie hier sehen. Aber die Auslastung ist enorm gut, wenn wir das zum Beispiel vergleichen mit Programmen wie Cyberlink, Pinnacle, Matic. Ja, da nehmen die deutlich bessere Ergebnisse. Schauen wir schon, weil wir sind schon am Ende. Wir kommen hier auf 58 Sekunden. Und 58 Sekunden ist das, was wir auch hatten, ohne dass wir in den Hintergrund ein Programm am Laufen hatten. Das heißt, hier merken wir wieder, dass diese Hintergrundprogramme, ja, die AMDs sind so schnell, wir können in den Hintergrund auch noch mal ein paar andere Programme laufen lassen. Unter anderem ein Aufnahmeprogramm, wenn wir über HD reden. HD ist also überhaupt kein Problem. Ich mache jetzt hier auch nicht den Test in der Timeline. Die Timeline ist überhaupt kein Problem, was Echtzeit angeht. Wir haben hier 4 Spuren und die werden einfach in Echtzeit abgegeben. Der Zähler geht sofort hoch. Es ist auch egal, wie viele Filter Sie reinschmeißen von der Firma Edius. Also aufpassen jetzt, ja, wenn Sie Mercalli reintun, dann ist natürlich der Ofen aus. Machen Sie New Blue rein, dann ist erst recht der Ofen aus. Weil die Leute meinen noch immer mit 2 oder 4 Kerne Gas geben zu können. Ja? Erst jetzt kommen so langsam die ersten Programme wie Mercalli, dass man sagen kann, okay, jetzt werden auch ein paar mehr Kerne unterstützt. Aber es ist immer noch nicht das, was Edius zum Beispiel bringt, wenn er wirklich sieht, dass er 24 Kerne hat. Nur so zur Info, fangen wir an direkt weiter mit der eigentlichen Test, die für so eine Maschine in Frage kommt, nämlich die 4K-Test schlichthin. Wollen Sie es speichern? Nee, will ich nicht. Machen wir weiter. Lade doch mal das ganz Neue. So, und hier sehen wir einen Test, die auf 2 Ebenen aufgebaut ist. Sie kennen das vielleicht, wenn Sie schon öfters unsere Filmchen gesehen haben in Bezug auf Rechnertest. Einmal wird einfach ein 4 Kanalen übereinander gelegt und diese werden alle 4
ja, gezeigt und es wird geschaut, einmal in der vollen Auflösung, also das hat vor allem zu tun mit der EDIUS 9 Umgebung ohne der Workgroups, und in der Workgroups können wir eben auch auf die Hälfte umschalten und dann sehen, wie das Ganze wieder abläuft. Bei der 4K ist es also gar nicht so einfach, bei mir alles zu gewinnen. Allerdings bei dieser Rechner läuft alles. Nee, es läuft nicht alles. Und zwar, wir haben hinten wieder unsere Superkamera, sag ich mal. Also die Kameras sind nicht schlecht, aber die Verwaltung von den Codecs sind einfach ein Drama. Aber Sie sehen hier, dass wir hier also ohne weiteres unsere Puffer wieder hoch haben auf 258. Das ist eben das, was wir standardmäßig eingestellt haben. Also 4 GB. Und wir haben hier 10 Bit, zum Beispiel 24p. Das ist eigentlich da, wo die meisten Rechner scheitern mit Echtzeit. Hier haben wir überhaupt kein Problem mit sehen. Der AMD ist genauso wie die großen Intels dazu in der Lage. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, die AMD, ja, jetzt wird es doch interessant, weil ich gesehen habe, dass der Codex bestimmte Algorithmen unterstützt, die wir brauchen in zum Beispiel EDIUS, aber auch MATIC. Und als ich das gesehen habe, habe ich gesagt, okay, der Threadripper wird doch interessant, um mal durchzuschauen. Und sehe da, Sie sehen es schon, es funktioniert alles so, wie wir es eigentlich wollen. Es gibt eine Ausnahme, die sehen wir gleich. Aber wenn ich das zum Beispiel vergleiche mit den 3900, ja, also die Ryzen-CPUs, dann sehen wir doch einen riesen Unterschied. Und das gefällt mir außerordentlich. Das heißt, der Threadripper ist, was der Leistung angeht, deutlich über der alte, oder der, ich sag schon alte, aber es ist neu, über der AMD 3900X einzustufen. Da, wo auch der Threadripper es nicht schafft, das ist dieser Codex. Das ist nämlich die YI 4K Plus oder ein GoPro oder, ja, was gibt es noch mehr? Meine Kamera zum Beispiel, ich komme aber nicht auf den Namen, Osmo Pocket. Das kommt dadurch, ich stoppe das mal, das ist eine Ambarella AVC Codex. Und dieser Codex ist einfach auf gut Deutsch, ich sag's nicht, ihr wisst es schon. Ja, warum? Weil da ein Gob spielt, der wirklich 400 Bilder zusammenpresst auf eine Gob. Ein Gob ist eben Group of Pixel, also sie fangen mit einem Vorbild an, die wird weggesetzt und danach gucken die 400 Bilder weiter nach, wo gibt es Unterschiede. Und die werden zusammengepackt und das nennt man dann ein Gob. So, und das heißt einfach für den Rechner, er muss eben mal, ich sag mal 200 oder 400 Bilder auspacken, bevor man überhaupt was sehen kann. Wenn ich also mit meiner Maus hier hingehe, dann muss er 400 Bilder in Echtzeit auspacken. Und das muss er dann auch, wenn ich es natürlich render. Und das ist zu viel. Und das hat nichts mit CPU zu tun, haben wir festgestellt, sondern das hat mit Gigahertz zu tun. Und deshalb schafft zum Beispiel ein Quicksync so ein Codex besser als einer Hochleistungsrechner, wie wir sie hier zum Beispiel haben. Muss man nur wissen. Es hat also manchmal sogar Vorteile, mit Quicksync zu arbeiten. Allerdings sage ich sofort dazu, das hat nur so lange Gültigkeit, wie Sie eben mit Standard MPEG 4 arbeiten. Gehen Sie nach MOV, gehen Sie nach ProRes, gehen Sie nach EFIT Codex, gehen Sie nach 10-Bit, haben Sie verloren. Und das sind schon eine Menge Codexe, ja, wo Sie verlieren. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass der MPEG 4 als Standard sich schon durchgesetzt hat. Das heißt, bei allen normalen Kameras bis, ich sag mal, 3.500 Euro sind diese Codexe natürlich durchaus gerechtfertigt. Und da wir am meisten solche Kameras auch haben, ist es durchaus eine Überlegung wert, mit der Quicksync auch so etwas zu machen. Geht man allerdings im 4K-Bereich, dann werden natürlich diese geschossen, wie die AMDs oder die Intels in der High-End-Bereich sind, wären wichtig. Und das ist vor allem bei dieser Kamera, die GH5, deshalb ist er hier auch so stark vertreten, ist das sehr, sehr wichtig. Aber es ist auch bei den Blackmagic-Kameras oder eben Profi-Kameras aus der Sony-Bereich super wichtig. Ja, ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste. Bei der Sequenz 3 haben wir dann auch zusätzlich nochmal eine ganze Menge Filter eingebaut. Wie Sie hier sehen, sind das schon 3 Stück hier drauf. Und wir haben zusätzlich dann auch nochmal Bild in Bild reingesetzt. Also alles, um wirklich schwierig zu machen. Und
Dass das schwierig ist, merken wir auch an diesem Rechner, weil auch hier sehen wir dann das Ende, wenn wir über die volle Auflösung reden, dass hier also Bild in Bild dann nicht mehr so hinhaut. Ja? Setze ich allerdings hier auf die Hälfte, was durchaus legitim ist, weil die Hälfte von 4K bedeutet noch immer weit über HD. Ja? Wir haben also viel mehr Pixel als der volle Bildschirm. Ich sehe aber nur ein Viertel von dem Bildschirm. Also hier sehe ich alles noch so, wie es eigentlich ist. Und wenn ich jetzt sage, geh da mal durch, dann kann ich mittendrin anfangen. Es wird alles durchgehen wie Butter. Und das ist schon sehr, sehr lustig oder sehr interessant, weil wir auf der Timeline, wenn es jetzt um die Timeline-Bearbeitung geht, und seien wir ehrlich, da sitzen wir 90% unserer Arbeitszeit. Ja? Wir sitzen nicht bei der Rendervorgang, die wir schon testen können, sondern wir sitzen in der Timeline. Und wenn das hier so läuft, wie es hier geht, ja, dass es butterweich da durchgeht, dann macht Videoschnitt Spaß. Wenn ich ein Filter drauflege und ich kann es mir sofort angucken, das ist das, oder anschauen, das ist das, was wir wollen, und das nennt sich einfach Echtzeitbearbeitung. Und das ist das, was EDIUS wirklich perfekt beherrscht. Ja, und wir sehen jetzt, dass wir hier mit 4K Timelines ohne weiteres Gas geben können und dass das durchgeht wie Butter. Sogar die YU 4K wird dann geschafft. Und das zeigt schon, dass Workgroups mit einer Profi-Umgebung Sinn macht in meinem Auge. Und ja, das solltet ihr wissen, bevor ihr einen Rechner anschafft. Es gibt eine Menge mehr, aber da können wir, glaube ich, in ein persönliches Gespräch einfach anrufen, wenn Sie vor so einer Entscheidung stehen. Dann sage ich Ihnen schon anhand von Ihrer Kameras, welche die bessere Rechner für Sie ist. Wir wollen jetzt mal Ergebnisse sehen. Dafür gehen wir in die Sequenz 1 und gehen auf der 8-Bit, die ist jetzt standardmäßig eingestellt. Gehen wir rein und sagen, wir möchten jetzt mal hier knattern. Sprich, wir wollen ein Ergebnis haben in der Renderumgebung. Dafür haben wir die variable Bitrate auf 130 MB und 160 MB in maximaler Qualität in High und Super Fein eingestellt. Achtung, wir haben also eine 8-Bit-Umgebung und eine sehr gute Auflösung, weil Sie sehen ja schon, wir haben Material mit 500 Megabit und mehr dazwischen. Ja, und dann soll man nicht kleckern hier, sondern klotzen. Speichern, jawohl, und jetzt sind wir natürlich gespannt, auf welche Zeiten wir hier sehen. Für mich kommt sogar in Frage, weil dieser Porsche hier wirklich super, super schnell ist, schaffen wir Echtzeit bei 10-Bit zum Beispiel oder hier bei der 8-Bit. Ja? Ja, es wird jetzt ein bisschen lauter, denke ich, aber Sie merken, was los ist. Ja, die Pferdchen, die sind jetzt richtig in Galopp. 24 CPUs oder 48 Kern. Ja, ich lasse ihn mal ein bisschen allein mit den Geschwindigkeit und bin gleich wieder vor am Ende da. So, bevor wir jetzt am Ende sind, wir sind ja fast da, ihr seht, dass die Auslastung unter 4K natürlich deutlich besser ist schon und ja, dass er also wirklich seine Pferdchen richtig aus dem Stau holen muss. Achtung, wir sind jetzt bei 3,39. Das ist fast das gleiche, als was ich vorher hatte. Allerdings haben wir jetzt unser Nebenbei-Produkt laufen, also unsere Aufnahme-Software. Und ja, da merkt ihr doch, wir haben 6 Sekunden länger gebraucht als vorher. Das ist Wahnsinn, wenn man das überlegt. Wir kamen nämlich auf 8-Bit in Sequenz 1 auf 3 Minuten und 33 Sekunden. Ja, und daran merkt man, das ist fast die Zeit, die wir hier auch stehen haben bei dem hier. Und das ist, was die Zeiten angeht, insoweit interessant, dass wenn wir mal die Vergleich machen zwischen den anderen CPUs, ja sogar mit QuickSync, haben wir dann doch ein Problemchen, weil QuickSync mit 9900K auf 3 Minuten und 49 ausgekommen ist. Das bedeutet sogar, der QuickSync hier nicht mehr die Leistung helfen kann im Vergleich zu der jetzt AMD Threadripper. War bei HD noch ja, wirklich 4 Sekunden unter QuickSync mehr rauszuholen. Das heißt, wir haben 58 Sekunden gehabt und 54 Sekunden unter der 9900K.
bedeutet das jetzt, dass wir wirklich beide 4K auch ohne QuickSync definitiv deutlich schneller sind. Ja, und das zeigt dann doch schon die interessanten Aspekte. Klar, wir haben auch ein bisschen mehr CPUs und klar, wir haben auch ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Aber das heißt ja nicht, das interessiert mich eigentlich weniger, wenn das wirklich meine Arbeit ist oder ein Hobby ist, die ich wirklich aktiv mache. Und wenn ich 4K-Bearbeitung mache, ist das kein Kinderspielzeug mehr. Ja, dann habe ich auch dementsprechende Kamera, dementsprechende Fernseher und möchte auch eine dementsprechende Qualität eigentlich sehen. Deshalb, ja, ich bin begeistert, weil das sind Werte, die ich eigentlich auch bei der kleinen AMD erwartet habe und hier plötzlich bei der Threadripper definitiv gesehen habe. Es war gut, dass ich die Specs nochmal nachgelesen habe. Und ja, dadurch wissen wir jetzt, dass wir den Threadripper durchaus auch verkaufen können und durchaus als ja, wirkliche Konkurrenz zu den 9940X zum Beispiel sehen können, auch wenn der nur 14 Kerne hat. Ja, wir werden in jedem Fall noch die 10980X testen, um mal einen Vergleich zu kriegen. Allerdings befürchte ich, dass der Intel ja, den dann doch nicht schaffen wird, weil diese Werte 3 Minuten 33 finde ich schon phänomenal. Sogar wenn er den schaffen wird, sage ich Hut ab an Intel, aber ich finde das hier auch super. Ja, und dann geht es wirklich darum, wo ist der Portemonnaie, ne? Was macht mehr Sinn? Habe ich zum Beispiel noch andere Arbeiten, wo ich viel Geschwindigkeit brauche? Denk mal an DaVinci, ja, die arbeiten nun mal völlig anders als ein Edius oder Magic. Ja, dann wird auch die Threadripper jeden Fall deutlich interessanter. Oder After Effects, ja, wenn ich daran denke, dann könnte ich nicht genügend CPUs haben. Oder erst recht bei Maxon oder 3D, da wird es ja noch interessanter. Machen wir weiter, weil das ist alles Philosophie. Sequenz 3, oder nee, ja doch, Sequenz 3. Rendern wir wieder, in Datei ausgeben, sagen wieder das Gleiche, noch immer in der 8-Bit-Umgebung und gebe ihm die gleiche Name wieder weg, wenn das geht. Möchtest du es ersetzen? Jawohl, das möchte ich. Ja, und dann lassen wir das Ganze mal in der Sequenz 3 los. Das heißt, das ist jetzt die Sequenz, die mehr die Wirklichkeit entspricht. Also so machen wir ja im Normalfall ein Video, bestehend aus Clips mit Filter, ab und zu ein Bild in Bild dazu oder eine Überblendung. Ja, und das wollen wir dann auch mal wieder sehen. Ich verabschiede mich für ein paar Minuten. Lass das wieder in Schnelldurchgang, damit ihr sehen könnt, was es da so gibt. Wir setzen jetzt mal den anderen Monitor nach vorne. Ups, nach vorne, nicht groß. Klein. So, damit ihr sehen könnt, was hier so abgeht. So, wir nähern uns wieder das Ende und ja, hier geht es dann in die letzte Sekunde und ich bin mal gespannt, was hier rauskommt. Es scheint dann doch etwas länger zu dauern, aber Sie sehen, die Auslastung ist auch sehr, sehr hoch. 431, ich habe gemessen 422 ohne das Hintergrundprogramm, also von da aus sind das in meinen Augen schon sehr angenehme Zahlen. Wir merken auch, dass der Unterschied zwischen dieser und der ersten Sequenz sind zwar die gleichen Bilder drin, ja, also wir haben 8 verschiedene Kameras hier getestet, die wirklich bis zur absoluten High-End-Kameras gehen und bei der AX53 anfängt und also immer höher geht, wobei der Anteil GH5 hier groß ist. Ja, wenn wir das jetzt vergleichen mit der 9940X oder sogar nehmen wir jetzt mal die 10940X, weil die würden wir jetzt auch kaufen. Dann haben wir in der Sequenz 3 haben wir 5 Minuten 15, wenn wir über den 14 Kerne von Intel reden. Achtung, 14 Kerne. Wir haben aber 4 Minuten 22 mit der Threadripper und seine 24 Kerne. Und wenn ich jetzt mal einfach dazwischen sitze, wird der 18 Kerne, der 10980, wird, glaube ich, dazwischen landen, wenn ich das mal so schnell beobachte. Ja, würde ich sagen, die Kerne sind einfach ausschlaggebend. Und hier sage ich dann Hut ab. Das sieht nach dem Weltrekord aus, sogar wenn ich die 10980 noch nicht getestet habe. Tatsache ist, dass wir jetzt
was die Werten angeht, mit der Threadripper definitiv bei 422 das Beste habe. Aber das ist noch nicht alles. Wenn wir zum Beispiel die 9900K sehen mit QuickSync, sehen wir auch da, dass wir wieder verloren haben, weil der liegt bei 533. Und das bedeutet einfach, dass auch hier der Threadripper definitiv schneller ist. Das heißt, auch wenn MPEG-4 anliegt, was von QuickSync unterstützt wird, werden sie keinen Spaß damit haben. Sprich, der 24-Kerner wird auch dieses schlagen. Allerdings muss man dazu sagen, das hat auch seinen Preis. Nichtsdestotrotz, wir sehen, dass es sich lohnt, damit zu arbeiten. Wir machen jetzt eine Umschaltung auf der 10-Bit. Da vergeben wir in der Projekteinstellungen und sagen in die Einstellung, dass wir jetzt alles in 10-Bit haben möchte in der Farbtiefe. Und auch bei der Ausgabe werden wir jetzt auf 10-Bit umschalten und dann das gleiche Spielchen nochmal durchführen. Weil das ist natürlich der Sinn der Sache, dass wir auch, wenn wir in 10-Bit hier rausgehen, wir hatten immer die High 10 ausgewählt, auch wenn das nicht unbedingt die beste ist. Für unsere Tests ist das nun mal von Anfang an so gemacht. Deshalb machen wir das auch weiter. Speichern und dann geht das nächste wieder los. Und ich bin gespannt. Gut, wir wissen, dass diese Rechnern, also diese Workstations der Extraklasse, dass die natürlich für die 10-Bit optimiert arbeiten. Und da erwarte ich einfach im Vergleich zu der normalen QuickSync-Rechnern, also der normale Mittelklasse-Rechner, doch deutliche Ergebnissteigerung. Ich melde mich wieder, wenn er der fast durch ist. So, wir nähern uns das Ende wieder. Wir sehen, dass die Auslastung wieder sehr, sehr gut ist. Und ja, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt enden. Das heißt, ich kann schon mal die Werten sagen. 4,34 habe ich das richtig gelesen. 4,25 war eben der Sequenz 1 in 10-Bit, die wir ohne unsere Zusatzprogramme gelesen haben. Ja, und wenn wir das jetzt erstmal vergleichen mit der 10,940, weil das ist eigentlich der einzigste interessante, die liegt bei 5 Minuten und 15 Sekunden. Also, ja, ich sag mal 50 Sekunden langsamer bei einem 3-Minuten-Stück. Das zählt schon wieder heftig, aber ich sag mal, nicht so viel Unterschied wie bei der 8-Bit-Umgebung. Bei der 8-Bit war der Threadripper dann deutlich schneller. Also bei der 10-Bit scheinen die AMDs doch langsamer zu laufen oder ja, mehr Verwaltung zu brauchen als bei den Intels. Oder es ist eben von der Edius-Seite optimiert für die Intels. Trotzdem, wegen seiner 24 gerne, da machen wir uns gar nichts vor. Galoppiert er darüber hinweg und macht eben hier einen absoluten Weltrekord mit 4 Minuten und 25. So gesehen, gar nicht schlecht. Jetzt kommt natürlich die Crème de la Crème, also unsere normale Arbeitsumgebung, so wie wir es jeden Tag benutzen. Wie sieht es denn da aus? Ja, wir haben gesehen, dass es in der Timeline beim Abspielen eigentlich super lief, wenn wir alles auf der Hälfte setzen. Da habe ich wirklich das Gefühl, dass er butterweich da durchgeht. Besser, definitiv besser noch als bei der 10940X. Die Tests blende ich hier oben mal ein. Die solltet ihr auch unbedingt anschauen. Und ja, wir warten natürlich noch auf die 10980X, die von der Firma Intel seit November schon nicht ausgeliefert wird. Das ist wieder so eine typische Intel-Sache. Auf Papier sind sie schon natürlich längst die Weltmeister. Aber ich könnte echt kotzen, wenn ich sehe, dass man nach 5 Monaten noch immer diese CPU überhaupt nicht 6 Monate, was sage ich 5? Im Juni sind wir schon. Wir haben heute den 1. Juni, wo wir das aufnehmen. Und Intel kann noch immer nicht liefern. Also es ist echt zu Mäusemilke oder wie heißt das? Egal. So, wir wollten eigentlich die dritte und ich reg mich schon wieder über Intel auf. Nein, machen wir hier weiter. Wir sagen wieder in 10-Bit, wir stehen noch in 10-Bit-Umgebung und wir haben wieder die gleichen Werte eingestellt. Lass uns knattern, heißt das. Ja, ich würde sagen, ich melde mich gleich wieder. Ja, das hier wird inzwischen auch langweilig, obwohl wir hier sehen, dass die CPU wirklich mit 99% schon super, super ausgelastet ist. Aber das hat eben mit diesem Clip zu tun, die Edius hat eine perfekte Optimierung für eben dieses MPEG-4-Material
wie sie zum Beispiel von der Sony-Kamera kommt. Wir lassen es wieder laufen. Ihr müsst dann selber erraten, welche Clip wir gerade sehen. Aber ich denke, da kommt ihr mit zurecht. Ja, wir sind fast wieder am Ende und ja, wie wir sehen, ist die CPU-Auslastung einfach nur genial zu nennen. Ich zumindest nach meiner Meinung. Und hier stellt sich auch die Frage, was ist jetzt die interessanteste Rechner natürlich im Vergleich zu der i9-9900. Achtung, wir erreichen unseren Endpunkt 5 Minuten 50. Ich kann sagen, dass ich mit 5 Minuten 35 gestoppt habe, wenn wir kein Hintergrundprogramm laufen haben. Und das ist natürlich auch wieder ein neuer Weltrekord. Wir haben heute nur Weltrekorde, weil ja, diese CPU gibt es einfach her. Man muss es einfach so sagen. Und zwar haben wir bei der 10940X haben wir mit 6 Minuten und 5 das ganze Parcours durchgelaufen. Das heißt, da war es noch zweifach die Zeit, die wir brauchten im Vergleich zu der Clip-Länge. Die ist 3 Minuten. Jetzt sind wir da drunter getaucht und zwar gewaltig mit 5 Minuten 35. Ja, und daran merkt man, man muss das immer wieder multiplizieren mit der Zahl von der eigentlichen Film, die man erstellt, weil die sind, glaube ich, kaum 3 Minuten lang, sondern schon etwas länger. Aber dann würde dieses Video 6-mal so lang werden, wenn ich hier mal eine Stunde testen würde. Das lassen wir lieber, weil ihr schläft ja jetzt schon ein. So, jetzt habe ich noch einen neuen Test, die werden wir jetzt mal laden. Ja, da bleibt jetzt natürlich als allererste, weil das ist ein besonderer Test, die ist auch noch nicht fertig, deshalb ist mal so pro forma, aber interessant für die Profis mit Sicherheit. Hier geht es um Rohmaterial und zwar zurzeit rein das Canon-Rohmaterial, weil da war eine Frage von der Kunde, inwieweit das Ganze in Echtzeit abläuft. Und hier haben wir also folgendes Problem. Das Material ist 10 Bit und erwartet also von uns den Log Gamma. Das heißt, hier arbeiten wir mit 10 Bit Rohmaterial. Das heißt, das wird definitiv die primäre Farbkorrektur brauchen. Und die primäre Farbkorrektur ist wieder ein Filter, wodurch wir in Echtzeit das Ganze natürlich sehen wollen. Und da war die Frage, inwieweit haben wir hier wirklich die Echtzeit zur Verfügung? Und dafür schalte ich jetzt mal hier einfach die primäre Farbkorrektur an. Und bis jetzt ist es so, dass egal welche Rechner ich genommen habe, bis jetzt keine Echtzeit möglich war. Ich lasse den mal jetzt laufen und hier wird er dann merken, was ich meine. Sehen, dass der Puffer hier sehr, sehr langsam runter oder ja, kann nicht hochgeht. Das Schöne hier ist aber, dass sie funktionär. Das heißt, in der vollen Auflösung habe ich hier Echtzeit, obwohl wir die primäre Farbkorrektur angelegt haben. Wir haben in der primären Farbkorrektur, das können wir mal starten, haben wir hier den Canon Cinema Gamut Canon Log 2 auch aktiv drin. Das heißt, so wie wir es erwarten. Und ja, hier habe ich einfach einen Test gemacht, worin wir sehen können, ja, dass eigentlich nichts geht. Das heißt, Ausnahme dieser Rechner. Bei diesem Rechner funktioniert das komischerweise sehr, sehr gut. Das heißt, wir haben hier wirklich Echtzeit zur Verfügung. Und zwar, wenn ich hier einfach mal auf der Workgroups-Version in 10-Bit auf der Hälfte der Auflösung von dem Monitor gehe. Es geht also nur um die Darstellung hier in dieses kleine Viereckchen. Und Sie sehen, es gibt keine Unterschiede, wenn ich hier umschalte. Ja, wenn Sie da einen Unterschied sehen können, dann sagen Sie mir Bescheid, ich sehe sie nicht. Und das ist super, super wichtig, weil jetzt können wir die Geschwindigkeit, die hier gebraucht wird, um das volle Bild, also 4K, echtes 4K, wir können das Material mal anschauen, das ist nicht ohne, ja. Wir haben hier ein Cinema-Raw-Material. Wir haben 25 Bilder. Wir haben ein 4096x2160, also sogenanntes echtes 4K, Klammer auf Klammer zu. Und 994 Megabyte Datentransfer. Und das ist schon, Megabit, ist schon eine gewaltige Datenmenge, die hier auf einen zuschießt. Man muss hier auch schnelle Festplatte haben, weil hier ist eher die Festplatte ein Problem im Vergleich zu der Datenmenge.
So, und wenn wir jetzt hier mal schauen in der Haube-Auflösung, dann sehen wir, dass sogar mit diesem Material, obwohl wir Filter verwenden, obwohl wir Bild im Bild haben, hier haben wir zum Beispiel einen Rand drum gesetzt, Schatten reingesetzt und Bild im Bild und das gleich zweimal. Das heißt, wir haben hier sogar drei Spuren gleichzeitig laufen und Sie sehen, der Puffer geht einfach hoch. Da müsste ich jetzt noch ein Viertel draufsetzen. Ja, werden wir dann mal versuchen. Ich mache mal jetzt ein ganz schneller Viertel dahinter und schauen. Ja, das passt wunderbar, weil der ist da oben und lassen ihn nochmal laufen. Ich fange sogar in der zweite sofort an. Das heißt, wir haben schon zwei Spuren, laufen in Echtzeit und schauen mal. Ja, er geht zwar runter, aber langsam. Würde ich ihm also die Zeit geben, würde er sogar in Echtzeit geben. So viel Zeit muss sein, Leute. Tut mir leid. Sehen. Das ist einfach Wahnsinn, was ich hier sehe. Habe ich so noch nicht gesehen. Ich bin gespannt auf die 10980X, also der Intel-Geschoss, wie der das macht. Aber vergessen Sie das, was Sie hier sehen, mal mit einem Sky 10900K oder 9900K. Das können Sie vergessen. Das funktioniert nicht. Ja, was wollte ich noch mit euch bequatschen? Lohnt sich so ein Biest jetzt zu kaufen? Und ja, das ist die ewige Gretchenfrage. Ich sage immer, wenn ihr 4K macht mit 10 Bit, dann sollte man über so eine Maschine nachdenken. Weil, ja, ihr werdet merken, das, was wir hier nicht gesehen haben, das ist immer wie immer die Timeline und die Timeline bestimmt nun mal meine Arbeitsweise. Ja, weil 90% der Time ist die Arbeit auf der Timeline. Und wenn es da nicht funktioniert, dann kriege ich Wut im Bauch, etc. pp. Und da muss es also funktionieren. Wenn ich mit meiner Maus hier durchgehe, dann muss das gehen wie Butter. Ja? Ansonsten kriege ich einen Hals. Ja, und da ist es einfach so, wenn Sie 10-Bit-Bearbeitung machen oder hier so etwas wie Rohmaterial haben und dann noch, also auch das Material 10-Bit etc., dann kann man nur mit solchen Workstations arbeiten, sei es Intel, sei es Threadripper, also AMD, die sind dann Pflicht. Wo wird es nicht Pflicht? Das ist die gute Frage. Wo trennen wir uns? Also ich würde sagen, wenn wir 4K mit 25p machen, in 8-Bit-Umgebung, dann würde ich Ihnen einen QuickSync-Rechner empfehlen. Und zwar die schnellste, die Sie kriegen können, gar keine Frage. Also das wäre jetzt die 10900K. Aber sogar drunter könnte man auch noch schauen. Das heißt, auch die 10700K ist eine sehr schöne Alternative. Oder eben die 9900K, die bis jetzt immer verkauft wurde, ist eine sehr schöne Alternative. Alles drunter wird schon schwieriger, da wir es mit Ihrem eigenen Rechner auch schon festgestellt haben. Wo ich definitiv die Empfehlung ausspreche, sind natürlich bei solchen Kameras wie der GoPro oder den DJI-Kameras. Da sind also diese GOPs ein enormes Problem und das kann QuickSync definitiv besser als diese großen Jungs. Diese großen Jungs sind also für mich wirklich die 4K-Boliden. Alles, was eben GA5 heißt oder nicht zu vergessen, alles, was der Atomos-Rekorder angeht. Ja, wenn Sie also einen Atomos dabei liegen haben, dann nehmen Sie ihn ProRes auf und das wird nicht unterstützt von QuickSync. Dementsprechend sofort würde ich Ihnen empfehlen, mit die etwas größeren Jungs zu arbeiten. Sei es ein Threadripper wie hier mit 24 Kerne. Es gibt sogar noch die 32 Kerne, die dürfen wir auch nicht vergessen. Ist dann auch noch ein bisschen schneller. Allerdings sind die Verhältnisse da ein bisschen such. Also ich glaube nicht, dass das die Preis-Leistung da noch so stimmt, wie es hier bei den 24 Kerne tut. Ja, und dann gibt es da natürlich auch noch die Intels mit der i9-Serie, die dann eben auch mit DX enden. Ja? Ich denke, da kann man also durchaus trennen. 4K ab 50p oder 60p und erst recht mit 10-Bit. Da sind Sie bei den Workstations besser aufgehoben in der High-End-Bereich. Ansonsten können Sie mit alles, was QuickSync angeht, gut abdecken. Ja, das war es wieder von mir. Ich glaube, das war eine sehr interessante Schulung. Nee, es war ein Test. Ja, ein sehr interessanter Test. Also, ja, bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Frederik de Vries von der Firma Comweb.